So, ich begrüße jetzt Andrea Henkel. Andrea, 5 Fehler bei einem Schießen habe ich erst einmal bei Ihnen gesehen. Das war ein Hantimann Sisk. Da ging es um den Gesamtweltcup, um die Wurst. Was ist denn die Erklärung, warum es heute so schlecht funktioniert hat? Also eine richtige Erklärung habe ich noch gar nicht dafür. Vielleicht wollte ich die, eigentlich dachte ich, sind gute Bedingungen, wollte ausnutzen und dann, keine Ahnung. Wahnsinn eigentlich, weil Sie gestern so toll geschossen haben in der Staffel und dann von heute auf morgen so ein Bruch. Gibt es keine Erklärung, auch als erfahrene Athletin? Ja, ich sage mal, dass mit dem Lauf, also wenn man so eine gewisse Laufform hat, die bleibt dann. Aber beim Schießen kann es jeden Tag wieder anders sein und dann, jetzt war es halt soweit. Sind Sie jetzt besonders sauer, weil hier eigentlich jeder Sie kennt, jeder Ihren Namen ruft, vor eigenem Publikum so enttäuscht zu haben? Ich möchte natürlich in jedem Wettkampf gut sein, ob das hier ist oder woanders. Und 5 Fehler schießt man nicht gern. Also es passiert auch nicht so oft. Und jetzt ist passiert. Jetzt hoffe ich, dass mir eine Weile nicht vorkommt. In diesem Sinne, abhaken, nach vorne schauen. Dankeschön, Andrea. Ja, die Kathi kommt. Herzlichen Glückwunsch, Kathi. Sie haben ein bisschen ausgesetzt, haben sich nochmal fit gemacht, extra trainiert. Hat sich offenbar gelohnt. 4. Platz momentan. Ja, es sieht ganz so aus. Also freue mich auch, dass es so aufgegangen ist, weil ich war natürlich schon auch ein bisschen unzufrieden vor Weihnachten mit meiner Laufform. Und ja, das ist dann nicht so ganz einfach, da auch zu wissen, was man machen muss. Und mein letztes Jahr ging es eigentlich nach Weihnachten dann auch viel besser. Und die Staffel habe ich schon mit ein bisschen Wehmut weggelassen, aber ich dachte, ich hatte noch ein bisschen einen kleinen Schnupfen gekriegt und ja, jetzt denke ich, war es alles richtig. Wollte ich schon gerade mal nachfragen, da fragt sich doch der Zuschauer, Mensch, vor eigenem Publikum, da lässt sie die Staffel weg, was hat sie dazu bewogen, was war so wichtig? Ja, auf jeden Fall das Training, weil wie gesagt, ich war unzufrieden mit meiner Form. Also läuferisch habe ich mich einfach nicht so frisch gefühlt und hatte auch technisch einfach noch ein paar Probleme. Und da habe ich mir die Zeit genommen, das umzusetzen und habe gesagt, ich brauche einfach noch mal 2 Tage mehr. Weil ich wollte mich natürlich auch auf die Staffel oder auf den Sprint dann vorbereiten, weil ich da ein gutes Rennen machen wollte. Und da habe ich einfach noch mal die 2 Tage gebraucht. Und vor allen Dingen war es jetzt auch gut wegen meiner Gesundheit, dass ich einfach noch mal 2 Tage Zeit hatte zum Auskurieren. Also schnell ins Warme, weiter gesund bleiben. Dankeschön, Kathi. Okay.